Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Marchip TV. Ja, Leute, es ist schon ganz, ganz lange her, wo ich mein letztes Video veröffentlicht habe hier auf Marchip TV. Das sind jetzt, glaube ich, schon wirklich 3 Wochen, wenn nicht sogar ein Monat. Und ja, ich habe einfach in dieser Zeit keine Lust gehabt, irgendwie was zu drehen und Videos zu machen. Weshalb ist halt diese Pause gab und ich weiß nicht, ob es in Zukunft noch mehr öfter solche Pausen gibt. Ich habe ja immer so angekündigt, ja, ich mache jetzt weiter und so, jetzt geht wieder richtig alles los. Allerdings habe ich das dann auch nicht eingehalten. Deshalb möchte ich jetzt nochmal vorab sagen, das wird jetzt so erstmal nicht kommen. Also, dass ich jetzt wirklich safe sage, dass ich jetzt wieder richtig durchstarte, denn ich weiß nie, ob ich wirklich Bock habe oder nicht. Ich möchte Videos machen, wenn ich Bock habe. Und wenn ich keinen Bock habe auf Videos, dann lasse ich das einfach. So einfach ist das und bei meiner Reichweite denke ich auch ganz verständlich. Also werde ich auch so weitermachen. Wenn ich wirklich Bock habe, mache ich Videos. Das kann also sein, dass ich dann jetzt in der nächsten Zeit aber trotzdem wieder mehr Videos mache, als jetzt in den letzten 3 Wochen, wo wirklich gar nichts kam. Das möchte ich jetzt ja auch nicht total vernachlässigen, dass ich wirklich in einem Monat nur ein Video bringe. Ist total lächerlich. Und dadurch, dass jetzt bald der Confit Cup losgeht und die Finals jetzt einschlagen, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal wieder Videos. Denn bald ist ja auch das Champions League Finale, dann haben wir bald das DFB-Pokalfinale. Und natürlich den Confit Cup haben wir auch noch. Und zum Confit Cup will ich ja auch ein bisschen was machen. Die Videos möchte ich gerne dazu machen. Und ja, jetzt kommt halt so die entscheidende Zeit auch für meinen Kanal. Und wir haben auch ein bisschen Zuwachs bekommen. Das freut mich natürlich auch und motiviert mich auch, Videos zu machen. Nur gibt es auch mal die Zeit, wo ich halt nichts mache. Und das ist einfach auch völlig normal. Weil ich nebenbei ja auch nicht komplett beschäftigungslos bin. So, wollen wir mal anfangen mit dem Video. Es geht um die Halbfinals. Ich glaube, zum Achtelfinale habe ich noch was gemacht, zum Viertelfinale nichts mehr, aber ich kann ja trotzdem noch mal was zu sagen, was mir so positiv aufgefallen ist. Ja, hundertprozentig ist mir positiv aufgefallen Mbappé Lottin, der gute Franzose, der Stürmer, der war wirklich Weltklasse bei Monaco. Also der Junge hat jetzt, glaube ich, schon 14 Tore in der Ligue 1 geschossen. Der wird definitiv eine große, rosige Zukunft haben. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Außerdem Juventus Turin, wirklich super Leistung gegen Barcelona. Also was sie da abgeliefert haben, das hat mich selbst schon gewundert. Mandzukic als Außenstürmer, wollte ich schon sagen, als Flügelspieler, richtig stark und hat auch Messi und Co. genervt. Also der Junge macht sich sehr, sehr gut. Ja, Real Madrid, das war halt ein bisschen bitter für die Bayern. Sie hätten es eigentlich noch packen können, aber mit der roten Karte, was auch keine rote Karte jetzt war, und durch die Abseitstoren muss ich sagen, ja, hätte es Bayern doch noch irgendwie schaffen können. Naja, ist jetzt auch passiert so. Gut, Leicester City gegen Atletico habe ich jetzt nicht so richtig verfolgt, aber ich denke, Atletico hat das Spiel schon safe nach Hause geholt, obwohl es jetzt ziemlich knapp war am Ende. Dennoch muss man sagen, Atletico ist einfach so eine Macht in Spanien und auch in Europa. So, und jetzt haben wir halt die Konstellation Monaco gegen Turin und Madrid gegen Madrid. Was ich schon mal schön finde, ist, dass es nicht nochmal ein Finale zwischen Atletico und Real Madrid gibt, sondern dass sich endlich mal wieder die Vereine sich tauschen. Was aber auch richtig cool wäre, wäre echt, wenn Monaco ins Finale kommen würde und Atletico. Das wäre so mein Wunsch. Allerdings, weil es ja heute auch wieder eine kleine Prognose zu dem Ganzen gibt, muss ich sagen, ja, wird es wohl bei Juve gegen Monaco Juventus Turin machen. Obwohl sie wirklich einen sehr, sehr Weltklassen Mbappé-Lottin haben, muss ich sagen, wird es, denke ich, nicht reichen für Monaco. Die haben wirklich gute Spieler und haben auch eine sehr kompakte Mannschaft. Das reicht gegen Dortmund, aber nicht gegen Juventus Turin zu 100% nicht. Selbst gegen City haben sie sehr, sehr stark gespielt, aber das sind halt auch wieder andere Kaliber. Juve ist einfach die gestandene Nummer 1 in Italien und macht sich in Europa natürlich auch sehr, sehr gut. Und der Trainer hat auch eine sehr gute Mannschaft geformt. Also Juventus wird mit ins Finale gehen. Also nach 2015 wieder eine Finalteilnahme.
Dann haben wir Real Madrid gegen Atletico Madrid noch. Ja, das ist echt schwer. Atletico habe ich so in Madrid, also in Real Madrid noch nicht gesehen. Also die beiden haben ja schon zweimal, glaube ich, gegeneinander gespielt und es waren ziemlich knappe Ergebnisse. Ja, aber Atletico macht mir dieses Jahr nicht so den Anschein, dass sie den Titel gewinnen können so. Ich weiß nicht. Bin mir nicht so sicher. Real Madrid war jetzt auch nicht schlecht gegen die Bayern. Wenn sie wirklich gefordert sind, sind die Madrilen eigentlich da, also Real Madrid. Aber Atletico kann auch mal schnell so ein Ding nutzen mit Griezmann. Also ist schwierig zu sagen. Gegen Leverkusen haben sie sehr, sehr sicher noch das Spiel, ja, oder allgemein das Achtelfinale locker gerockt. Gegen Leicester City, naja, geht so. Und aber trotzdem überzeugend. Aber jetzt so gegen Real Madrid könnte schon aus sein. Aber ja, das ist echt so schwierig. Also Juventus wird auf jeden Fall ins Finale kommen. Atletico und Real. Boah. Leute, das ist echt schwer. Ich würde, glaube ich, auf Real Madrid trippen. Ja. Tippen, dass sie ins Finale kommen. Und was danach ist, werden wir dann ja sehen. Champions League Finale, wann ist das eigentlich nochmal? Ich denke mal, so am 25. war das oder noch früher, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, dann werde ich auf jeden Fall noch eine Prognose machen. Ja, das war es eigentlich schon zur Champions League. Obwohl die Topscorer möchte ich mir nochmal gerne anschauen. Ich glaube, da ist Mbappé auch dabei. Ja, Platz 6 mit 5 Toren, das ist echt nicht schlecht als 18-Jähriger und ja, der war ja noch 17, als die Champions League-Saison begann und jetzt ist er mit jo, 5 Toren auf Platz 6. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, Messi dann mit 11 Toren, der wird aber nichts mehr reißen. Lewandowski Ober auch nichts mehr. Ronaldo haben wir da auch noch. Ja, ich denke mal, Messi holt sich das Teil auch. Also die Topscorer-Dingsabumster-Auszeichnung. Ja. Also demnächst kann ich schon mal sagen, gibt es was zum Confed Cup, dann noch zu einzelnen Spielern so teilweise, die jetzt mit zur Confed Cup Dings fahren können. Und was ist meine Meinung? Soll die A11 mitfahren oder soll die B11 fahren? Dann es ist jetzt ja auch noch die U21 Nationalmannschaft im Rennen bei der Europameisterschaft, die jetzt bald stattfindet. Also ist echt ein bisschen zwiegespalten, wer mit nach Russland fahren soll. Aber auch die politische Lage ist jetzt auch nicht gerade so die beste in Russland. Man hört so einiges, aber ich denke mal, auf meinem Kanal dreht es sich mehr um den Fußball als um das Politische. Klar ist es auch sehr wichtig, wenn es um eine WM geht, aber für mich ist das jetzt nicht so ausschlaggebend. Ich gucke lieber auf das Sportliche und ja, dem politischen Rang möchte ich hier nicht noch die Bühne geben und darüber euch informieren. Da habe ich jetzt auch keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Das könnt ihr selber alles nachrecherchieren. Wo auch immer, bei Bild oder keine Ahnung. Mich interessiert es nicht. Also Leute, ich denke, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wie gesagt, bald geht's. Ja, ich will eigentlich nichts versprechen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, aber ich tue es schon teilweise wieder. Ich möchte unbedingt sehr viel rausbringen. Nicht so viel, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen was bringen. Ich hoffe, ich krieg das hin. Wenn nicht, dann ist das halt so. So Leute, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, macht's gut und bis dann. Ciao.